Allerdings muss ich Majestät warnen. Die Dame hat Österreich wiederholt in Gefahr gebracht. Die Sängerin Lena Meyer-Landrut. Wir sind das Land mit dem Talent, ob mit Mikro oder Boy, wenn das keiner jeder kennt. Doch das Problem ist jedes Jahr, dass wir die falschen Gegner haben, wir diese singende Gefahr. Wie ist es? Die schaut aus wie ein angegarten Porzellanheferl zu Heifenstein. Die gefällt uns. Schneckengrund. Meine Schnecken hat keine Hände, die muss so fressen. Was, ich hab noch nie davon gehört. Was ist Schneckengruß? Ist das was typisch? Na, glaubst du, die Schnecken reden nicht miteinander? Ach so, die... Na klar, natürlich. Na? Na? Hallo? Hallo? Ein Deutsch ist leider, das ist dann doch leider. Doch, leider. Ja? Bitte. Ja, kann sie versuchen, Österreichisch zu lernen? Ich könnte, ja. Ja? Ja, ich könnte es lernen. Ja? Heute leider nicht, aber vielleicht heute geht es nicht mehr aus. Schon alles gut. Na, inwieweit hat sie uns typiert, Seifenstein? Majestät, sie hat uns 2010 und 2011 beim Eurovision Song Contest besiegt. Was? Ja. Haben wir da Belege dafür, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät, im Jahre 2011 mit dem Lied Taken by a Stranger, Hofbittstelle, bitte. Wie viel ist sie da geworden? Zehnte. Zehnte? Und trotzdem besser als Österreich? Majestät, wir wurden nur 18. Das gibt's ja nicht. Und das andere Mal war was? Im Jahr davor hat Frau Landrut sogar gewonnen mit dem Titel Satellite Hofbildstelle. Wunderschönes Lied, Seifenstein, aber was für eine Sprache war das? Das hat ein bisschen gelungen wie steirisch, ne? Es war Fantasie. Fantasiesprache. Fantasie. Ah, vielleicht hat sie sich an einem Österreicher orientiert. Weißt, hätte man jenen Mann, der den historischen Platz 6 bei einem Songcontest errungen hat, ja. Hofbildstelle? Die Tiere dieser Erde, die mag ich ziemlich gern. Doch am allerliebsten mag ich die Hasen und die Bären. Die Bären. Ich bin beeindruckt. Ja, so singt man, dass auch jeder das versteht. Absolut. Na? Hat sie es eh verstanden? Ich habe jedes Wort. Ja, um was ist gegangen? Ja, das erzähle ich nach der Sendung. Ausgeschamtes Luder, ausgeschamtes. Die weiß genau, was wir wollen. So. Also, wie alt ist sie, wenn man das fragen darf bei einer Dame? Aber herzlich gerne. Sie 21, geht noch, 21. Wie alt war sie, wie sie da gewonnen hat? 19. Gerade 19 geworden. Blut, ja. So. Und wo kommt sie denn her, aus Deutschland? Aus Hannover. Ich komme aus Hannover, und lebe in Köln jetzt. In Köln? Ja. Macht sie gerade eine Produktion? Nee, ich habe gerade ein Album fertiggestellt. Wirklich? Wie heißt das? Es heißt Stardust. Und offensichtlich ist es sehr lustig. Es ist sehr lustig. Nein, ich muss so lachen darüber, dass ich muss mich richtig konzentrieren. Warum? Damit ich euch verstehe. Wirklich? Ja. Reden wir undeutlich, sein? Nein, nein, überhaupt nicht. Ihr redet überhaupt aber nicht undeutlich. Aber wir reden zu schnell. Also ja, Hannover. Viel zu schnell. Viel zu viel schnell. Zu schnell. Nein, wir Hannoveraner sprechen ja klarstes Hochdeutsch.
Und deswegen, ich hab echt ein bisschen Probleme mit dem Österreichischen. Wirklich? Ja. Aber es hört sich wunderschön an. Ich hab nicht ein Problem damit, dass ich es doof finde, sondern ich habe ein Problem damit, einfach es zu verstehen. Aber ich würde mich darüber freuen, wenn wir einfach ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, weil dann lerne ich das. Seifenstein? Majestät! Perfekt! Perfekt! Also, habe verstanden. Dufte Daune. Echt Knorpe. Ah, die Bewegung hilft auch noch. Ja. Ja, super. Ja. Wir hätten vielleicht irgendeinen Kurs machen müssen. Ne? Ja. Österreichisch für Deutsche. Allerdings, Majestät, wird Österreichisch doch in der ganzen Welt verstanden und gesprochen. Es ist sozusagen die Sprache des Erfolges. Man kann zum Beispiel mit Österreichisch Gouverneur eines amerikanischen Bundesstaates werden. Rufbildstelle. So what we do has consequences. Now maybe even when you look at the globe, it is just a little dot. Or maybe you cannot even find California. But the power of influence we have is equivalent to a continent. So, das ist richtig. In ganz Kalifornien wird steirisch gesprochen. Absolut. Ja. Haben wir noch ein Beispiel, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät, man kann natürlich auch Milliardär werden und als Pensionist noch die politische Landschaft Österreichs aufrollen. Hofbildstelle. Pass auf, noch einmal, ich sage kategorisch, ich kenne niemanden von RDS, ich habe nie verhandelt und ich habe Aufträge abgelehnt für die Fighter Jets. Das verstanden? Absolut. Jetzt sind wir ein bisschen verunsichert, Seifenstein. Den Strauner versteht's, aber uns nicht. Läuft vielleicht mit ihr was falsch? Wahrscheinlich bin ich es. Ich bin das Problem. Nein, ich glaube, ich habe Fighter Jets am Ende verstanden. War es richtig? War das alles, was sie verstanden hat? Da sind wir nämlich beruhigt. Ja. Also das ist auch das, was wir verstanden haben. Gut, ja, dann ist ja herrlich. Also zuerst noch einmal. Noch einmal. Noch einmal und dann Fighter Jets. Ja. Was? Und er hat recht. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Oder auch nicht. Ja, das kann schon sein, dass der. Ja, oder ist egal einfach. Das ist die beste Beschreibung für den Stronach, die wir je gehört haben. Wurscht. Also bei uns sagt das habe ich verstanden, das habe ich verstanden. Ja! Juhu. Also, wann kommt das Album heraus? Es ist schon draußen, ja. Auch in Österreich? Ich glaube schon, ja. Wirklich? Die erste Single ist draußen. In Deutschland am 15. März kommt die zweite Single. Ja. Und dann bin ich auf Tour. Ich bin auch zu einem Konzert in Wien am 22. April. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal vorbeischauen würden. Ich würde Eure Majestät sehr gerne einladen. Und was, wenn wir schon dort sind? Oder sie gar nicht auf Tournee geht und die ganze Zeit bei uns bleibt. So! Es gibt auch Freigetränke dann. Ja, die haben wir sowieso. Das ist der österreichische Hof. Ohne Alkohol geht da gar nichts. Ist das ein Verlobungsring da am Finger? Nee, ist ja die. Ach ja, linke Hand ist Verlobungsring, ne? Na? Nee, ist ein Erbstück. Wirklich? Von wem? Ja, von meiner Familie. Väterlicherseits, es ist ein Wappen. Wurscht. Ja, wurscht. Schaut halt gut aus. Sieht schön aus, wenn man gucken wollen. Ja, ist von einem Toten, schaut gut ja, aus. Ja, sieht gut aus. Das ist schweineteuer, das Teil. Nein, es sieht schön, mir gefällt's. Uns auch? Na also, dann ist doch alles schön. Ja? Ja. Also dann bleibt's gleich da bei uns, Seifenstein. Hofopernballett sofort, da durch die Tür links, wir kommen dann gleich, ja? Sehr gerne, ich freue mich. Deutschunterricht. Absolut. Ja? Jetzt haben wir endlich, was uns gehört. Beim Song Contest den Sieg, das ist an sich ja nicht bewährt.